Hallo, herzlich willkommen, Oliver Schirmer hier. Jeden Tag starten tausende Menschen im Internet- oder Network-Marketing-Business und haben große Träume. Dann wird natürlich zuerst überlegt, wie komme ich da neue Kunden, neue Partner. Dann kommt man auf das Internet, ja, versucht das Internet ja für seine ja, Interessentengewinnung zu nutzen. Dann werden die tollsten Webseiten erstellt, ja, dafür wird teilweise sehr viel Geld ausgegeben. Und dann passiert Folgendes, es finden keine Verkäufe statt, es werden keine Partner rekrutiert. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist das so? Und es liegt eben an zwei ganz wichtigen Dingen, die im Internet ja das A und O sind. Zum einen qualifizierten Traffic. Die meisten Webseiten ja haben einfach nicht genügend Besucher oder qualifizierte Besucher auf ihrer Webseite, damit dann auch überhaupt Partner hängen bleiben können oder Kunden. Und und dann ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist Punkt 2, das ist das Thema Vertrauen. Und gerade wenn du dein Business über das Internet, also online aufbauen willst, ist es wichtig, dass du es schaffst, Vertrauen zu deiner Zielgruppe aufzubauen, dass du es schaffst, Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen. Und und wie macht man das jetzt am besten? Zunächst mal würde ich dir als ein allgemeiner Tipp einfach empfehlen, dir alles, was du bekommen kannst, zu lesen zum Thema Marketing, Verkaufspsychologie und Psychologie des Menschen, einfach um herauszufinden, wie wir Menschen ticken, und wie man, oder wie du dann deine zukünftigen Kunden und Geschäftspartner ansprechen kannst, sodass du maximalen Erfolg erzielst. Und dann gibt es eben zwei Strategien, die du anwenden kannst, um dieses Vertrauen eben schnell aufzubauen. Du kannst zum einen erfolgreiche Partner oder Kunden von dir oder Geschäftspartner von dir, die die dein Produkt nutzen, die deine Dienstleistung nutzen, die fasziniert sind von dieser Sache, dass sie einfach aus ihren Erfahrungen erzählen, was sie gemacht haben, weil wenn ein fremder Mensch positiv über deine Dienstleistungen, über dein Unternehmen spricht, dann hat es den Effekt, dass beim Zuschauer das Vertrauen aufgebaut wird. Und ein zweiter Punkt ist, du kannst es machen, indem dass du Mehrwert gibst, indem dass du ganz einfach einen kleinen Vorgeschmack darauf gibst, was ihn erwartet, wenn die Person mit dir zusammenarbeitet. Und die zweite Strategie, die ist besonders dafür geeignet, wenn du jetzt zum Beispiel noch keine Kunden hast, wenn du vielleicht in der Anfangsphase deines Business bist, wenn du noch keine Ergebnisse hast, auf die du zurückgreifen kannst, wenn es noch keine Kunden gibt, wenn du halt sozusagen in der Gründungsphase deines Unternehmens bist, kannst du durch dieses Wissen, durch dein Wissen, durch das Geben von Mehrwerten dich eben als Experte innerhalb deiner Zielgruppe positionieren und dadurch eben Vertrauen aufbauen. Und das ist ein Weg, den kannst du immer gehen. Und so schaffst du es dann halt eben auch, Vertrauen innerhalb deiner Zielgruppe dementsprechend aufzubauen. Okay, wichtig ist, dass du einfach verstehst, dass Vertrauen aufbauen gerade im Internet nicht von heute auf morgen geht, sondern dass es ein kontinuierlicher Prozess ist. Und Vertrauen aufzubauen, das kann unter Umständen sehr, sehr lange dauern. Aber wenn diese Basis einmal gelegt ist, dann gibt es nichts Schöneres, als über das Internet sein Business aufzubauen. Wenn die Basis steht, dann gibt es nichts Besseres, wie über das Internet neue Kunden zu gewinnen, weil du einen stetigen Zufluss an neuen Kunden und neuen Geschäftspartnern hast. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute, viel Erfolg, maximale Gewinne. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.